So, da sind wir wieder. Hallo. Und was ist da unten jetzt mit meiner Leiste kaputt? Das war aber vorher noch nicht da. Nein. Ich dachte jetzt, das wäre vielleicht so die Schwertleiste, dass mir das nicht aufgefallen ist. Ich habe auch irgendwie nichts am Texture-Pack geändert. Dann schalte ich vielleicht nochmal. Da hinten läuft eh gerade der Creeper. Nee, Multiplayer will ich nicht. Oh, da ist einer auf dem Server. Mal Hallo sagen. Wer ist es? Power. Hier habe ich jetzt diese Leiste nicht. Wenn wir schon mal hier sind, können wir ja, kann ich ja mal kurz was zeigen. Oh, das leckt gerade. So. Okay. Ich lade gerade nebenbei hoch, da ist das verständlich. Aber ihr habt jetzt ja mal gesehen, wie das halt aus... Hier ist schon wieder diese Leiste. Ihr habt jetzt ja gesehen, wie das aussieht. Kann das sein, dass das die EP-Leiste ist und die vielleicht weggeht, wenn ich jetzt noch einen EP kriege? Nee, auf jeden Fall habt ihr jetzt gesehen, wie das halt aussieht, wenn man Videos hochlädt und dann online spielt. Das war eigentlich der Sinn dahinter, was ich demonstrieren wollte. Ich bin gespannt, ob die jetzt wachsen. So, wir haben heute ein interessantes Programm. Sofern man es interessant nennen kann. Den einen wird es wahrscheinlich nicht interessieren. Und zwar werden wir in dieser Aufnahme wieder bauen, bis der Arzt kommt. Und jetzt suche ich mir mal irgendwas, was ich töten kann, damit ich meine Theorie belegen kann. Bist du da unten? Springe ich jetzt einfach mal. So. Ist das einfach eine... Ach, da sind Steine da. Da sind Kühe, die brauchen wir nachher auch. Nee, denn seit heute ist 1.9 draußen. Ihr habt das Special gesehen. Ihr habt gesehen, die ersten Folgen meines... Ach, ist das laut gerade? Machen wir das mal auf 45 und das bleibt da, wo es ist. Hey, ich habe gesagt 45. So. Aber jetzt möchte ich erstmal wissen, was das da für eine Leiste ist, denn die geht mir ehrlich gesagt auf den Piss. So ein bisschen. Die Kühe könnte ich jetzt zwar auch töten, aber will ich gerade nicht. Hier war doch vorhin noch so ein Creeper am Rumrennen. Der scheint weg zu sein. Dafür liegen hier Pfeile rum. Die nehmen wir dankend mit. Ach, da liegen auch noch welche. Und da liegt Rottenfleisch. Das sind zwar nur Knochen, aber auch egal. So, das Erste, was wir heute machen, ist ein Kürbisbeet anlegen. Und zwar werdet ihr jetzt sagen, du hast doch gar keine Kürbissamen. Was redest du da für einen Scheiß? Kannst du nicht einfach jetzt Kürbissamen? Willst du die etwa ercheaten? Ercheaten? Gute Idee eigentlich. So. So. Nee, wir wollen die ehrlich gesagt nicht ercheaten. Habe ich hier irgendwie einen Zombie im Haus oder ein Skelett? Es hört sich so an, als wäre der hier irgendwo direkt im Haus. Und hier oben auf dem Dachboden ist es etwas undicht, aber das macht es ja gemütlich. So die alte Hütte mit dem Holzdach. Und zwar haben wir hier unsere vier Kürbisse. Die legen wir hier rein und schon haben wir 16 Seed. So. Das ist roh. Das könnten wir mal kochen. Das wird alles besser, sobald wir irgendwie eine Fleischerei oder sowas haben. Das ist allerdings heute auch noch auf der Tagesordnung. Gleich nach dem Kürbisbeet werden wir nämlich unsere Tierfarm anlegen. Dieser Balken geht mir immer noch auf den Keks da. Was habe ich alles dabei?
Was tut man nicht alles, um Balken loszuwerden? Aber ich habe eine Idee, das könnte jetzt vielleicht wirklich irgendwie an Erfahrungspunkte liegen. Und die muss ich dann einfach mal kurz loswerden. Und das geht ja recht einfach. Indem wir hier hochklettern. Und jetzt einfach mal sterben. Ah! Wie ätzend. Und jetzt heilt sich das auch noch hoch hier. Naja. Der zweite Sprung wird's richten. Und jetzt bin ich hoffentlich diesen Zusatzbalken los. Sehr witzig, ja. Danke, das hatte ich gebraucht, das... Wir nehmen den oberirdischen Weg. Sollte jetzt schneller gehen. Daran hätte ich auch vorher denken können, aber habe ich nicht. Es könnte übrigens sein, dass wir ein bisschen Ärger mit dem Texture Pack haben. Das hatte ich vorhin im bei der Aufnahme zum Hard Mode auch schon. So ganz am Rande, so ganz leicht. Das war nicht wirklich schlimm. Aha. Das sieht hier... Da oben, das ist doch eigentlich Gelände, was 1.pre-1.8 ist. Und hier unten ist der Sumpf. Ach cool, mit dem grünen Wasser hier. Sieht das von unten? Nö, nur die Oberfläche ist gefärbt. Das sieht auch krass aus. Ja, aber hier können wir jetzt den Biombruch hochklettern. Oh, und hier wird schon etwas schwerer zu klettern. Ah, passt. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich mit der Leiste abgefunden. Waren da eigentlich gerade Punkte zu sehen? Ah, und hier ist jetzt auch Sumpfbiom. Obwohl hier gar kein Sumpf ist. Mein schönes Gebiet auf meinem Server ist auch fast komplett zum Sumpfbiom geworden. Allerdings mit dem grünen Wasser, das ist schon cool. Aber ich sag mal, diese Übergänge. Nee, jedenfalls, mein Gebiet ist auch komplett Sumpfbiom geworden. Passiert halt. Ist nicht wirklich schön, aber mein Gott. Dann muss das ganze Grün halt weichen und es kommt Kies dorthin oder... Oder was anderes. Das da vorne sieht auch toll aus, aber da wollen wir jetzt irgendwie nicht hin. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo wir jetzt überhaupt sind hier. Ich gehe jetzt irgendwie so der Nase nach und ich hoffe mal, dass meine Nase richtig liegt. Hier ist auf jeden Fall altes Gebiet, das heißt, ich laufe auf jeden Fall in die richtige Richtung. Wenn ich in die komplett falsche laufen würde, würden wir jetzt in 1.8 Gebiet stehen. Und... Ja. Oder 1.9, jetzt eher 1.9 Gebiet. Theoretisch müsste gleich mal irgendwann eine große Wüste kommen. Oder ein Strand. Der kommt mir bekannt vor, der Strand. War das nicht der Strand, wo wir hier auch unseren... Hä? Naja. Da scheint auf jeden Fall irgendwo ein Spawner drunter zu liegen. Da wir ohne Sachen keine Spawner... Da vorne ist schon wieder 1.9 Gebiet. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall in die Richtung wandern. Ich bin auch ein Horst. Ich hätte einfach das Bett einmal abbauen sollen. Dann wäre der Spawnpunkt auch vernichtet worden. Aber stattdessen lernen wir jetzt so ein bisschen die Umgebung kennen. Vielleicht finden wir auch noch irgendwas Schönes. Und irgendwie kommt mir das ja alles sehr bekannt vor.
Hätte ich doch jetzt bloß meinen Kompass dabei. Ach, jetzt verhungere ich auch noch. Ich bin die ganze Zeit noch am Überlegen, wie ich das mit den Ställen mache. In die Stallung möchte ich eigentlich jetzt nicht in die Stadt legen. Da ist jetzt schon der... Ah, Enderman-Perle. Können wir auch gleich mal testen. Auf Multiplayer hat es ja nicht geklappt. Ne, auf jeden Fall, da ist jetzt schon der Tierspawner für die, die Hühner. Und wenn ich da jetzt noch mehr Ställe hinsetze, dann, dann wird das einfach zu voll. Wow. Ist schon irgendwie krass. Aber es tut weh. Okay, dann können wir irgendwann vielleicht mal Enderperle Weitwurf machen und uns dahin teleportieren. Jetzt wird es auch noch dunkel. Aber ich habe ein gutes Gefühl, dass hier vorne ein uns sehr bekanntes Gebiet ist. Nämlich eine Wüste. Und das wird wahrscheinlich unsere Wüste sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich unsere Wüste ist, aber wir gucken einfach mal nach. Ansonsten sterben wir halt, dann bauen wir allerdings das Bett einmal ab und dann sterben wir nochmal und dann sind wir auch zu Hause. Na? Oder? Da unten ist Lava. Nee, also wäre das unsere Wüste, wäre hier irgendwo schon ein Abbaugebiet zu erkennen. Nee, ich habe daran gedacht, dass das hier unsere Wüste ist beim, Creeper, beim Sandabbau, bei unserer Sandmine, Sandgrube. Scheint wohl doch nicht so zu sein und, ja, verlaufen? Verlaufender Kamera verlaufen? Die erste Folge, nur durch die Gegend geirrt und gar nichts gemacht. Außer, dass wir gestorben sind, weil mich die Leiste gestört hat und kurz Power-Hallo gesagt haben. Ich hoffe, dass Power sich das Video dann noch ansieht und dann sieht, dass ich ihn hier live begrüßt habe. Okay, wir rennen einfach. Ah, guck mal. Ah, ich renne, glaube ich, noch schneller. Da lege ich noch ein paar km/h zu. Wir sind fast zu Hause. Ah, Angst, Schrecken, Dunkelheit, Monster. Da vorne sicherer Hafen, Heimat. Und ich kann gleich nicht mehr sprinten. Oh oh. Fuck! Wie hässlich. Die machen mir mein ganzes Gebiet kaputt. Ja, ja, den habe ich erstmal abgehangen. Da oben, wo ich eigentlich drüber springen wollte, läuft der Creeper. Kann ich hier springen? Nein. Gott sei mir gnädig. Komm mir nicht zu nah, Creeper. Kann ich noch einmal sprinten? Nein. Oh oh. Okay. Das ist auch sicher. Ich habe gerade da oben wirklich gesehen. Habe ich da richtig gesehen, dass meine Bahnstrecke kaputt ist? Ah, oh, Sicherheit. Und hier kommt dann halt die Bücherei rein. Das wird auch gemütlich. Hier überall Bücherregale. Hier nur noch die beiden Fackeln. Dann hier in den Räumen überall Bücherregale. Hier, das unten, das wird, glaube ich, dicht gemacht. Das brauchen wir nicht mehr unbedingt. Hier ist eh nichts mehr los. Hier spawnt ja auch nichts mehr. Außer, dass hier irgendwie eine große Höhle ist, die wir angelegt haben. Noch recht große. Ah, da kann ich gleich mal was zeigen hier, aber erstmal unterbrechen wir kurz die Folge.